So, Jungs, heute ist soweit. Laut eurer Abstimmung habt ihr ja gestimmt, dass wir die Lippe hier an den Kfz verbauen. Und heute ist soweit. Schön, oder? Ist ein bisschen dreckig, die Bude. Aber was wir machen im Herbst. Wie gesagt, wir bauen die jetzt ein. Ich zeige euch mal kurz, was ihr eigentlich nur braucht. Oder machen müsst. Hier die zwei Schrauben. Eine sogar, glaube ich, noch. Ja, ist nur eine. Die löst hier. Ich zeige euch gleich, was hier oder was es für eine Schraube ist. Und dann braucht ihr die eigentlich nur von hier abziehen. Rundrum und dann in der verkehrter Reihenfolge wieder zusammen. Wie gesagt, ein T25 braucht ihr. Und ihr braucht nur hier unten die Schraube, wie gesagt, lösen. Die löse ich jetzt schnell. Andere Seite genauso. Zack, fertig. Machen wir andere Seite genauso. Und dann zeige ich euch, wie ihr das hier schön abziehen könnt. So, dann legen wir die mal kurz zur Seite, weil die brauchen wir jetzt nicht. Und dann geht hier vorne ran. Und dann einfach nur, zack, nach und nach. Ihr habt, also, was ich euch noch sagen wollte, hier unten sind manchmal auch noch Schrauben unter der, genau hier unten, die habe ich nicht mehr dran. Die müsst ihr manchmal auch lösen. Bei mir, wie gesagt, nicht. Das ist hier ein Dreck dann. Das ist so anstrengend hier. Das ist so anstrengend, Joey. Hier ist das gute Stück. Leicht zerkratzt. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir das andere ein, wa? Ich hoffe, das funktioniert gleich so, wie ich das will. Wie gesagt, wir fangen von einer Seite an. Ich mach von links. Sieht da so eine Schlitze, da müsst ihr drauf achten. Zack. Und jetzt rundherum. Schön rein. Oh, ja moin. Rundherum. Schön rein. Soll ich das da vorne festhalten oder so? Bevor ich das vergesse, ihr habt bei den alten noch hier diese Clips dran. Andere Seite leider nicht, keine Ahnung. Aber hier, die nehme ich noch drüben für die andere Seite. Die müsst ihr wieder darauf stecken, damit ihr die auch festschrauben könnt. So, Jungs, so sieht das aus. Ich kann euch ja nochmal eine Aufnahme machen, falls es noch sonnig ist und ich es sauber mache.
Aber ich finde, das sieht geil aus. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass es so aussieht. Wie gesagt, ich habe jetzt die Schrauben wieder festgemacht hier. Auf der einen Seite muss ich gucken, ob ich da Kabelbinder nehme oder mir noch so eine Spange hole. Aber bis jetzt ist alles fest. Und ja, dann würde ich sagen, geht's weiter mit den Radkisten. Mal gucken, was uns da erwartet. We'll be right back.